Ich habe jetzt die, viele sagen von außen, nicht einfache Arbeit, jetzt eben nicht nur die Amtsgeschäfte weiterzuführen, sondern versuchen auch da Ruhe reinzubringen. Wenn ich mich als Erlöser der Diözese sehen würde, müsste ich verrückt werden. Ich sehe mich als der, der ich bin, der einfach in täglicher Kleinarbeit und in Gesprächen das tut, was er schon immer getan hat, nämlich eine Leidenschaft für Menschen zu haben, die Kirche zu lieben und darin auch Gott zu vertrauen. Ich sage immer, es gibt wenig, worauf ich stolz bin. Eins ist meine Demut. Wie sind wir in Vergangenheit umgegangen? Also für mich ist der Bischof auch in dieser Zeit immer der Bischof und ein Mensch, wo man zunächst mal auch menschlich versucht, dran zu bleiben. Und das ganze Prozedere, die Aufklärung, das hat verschiedene Dimensionen. Eine juristische machen sich Leute Gedanken, eine ökonomische machen sich Leute Gedanken, eine moralische, wo ich jetzt nicht in erster Linie Schuld, nicht Schuld, sondern Vertrauen meine, machen sich Leute Gedanken. Und das muss zusammen bewertet werden. Ich bin heilfroh, dass nicht ich bin derjenige, der zum Schluss das Urteil sprechen wird. Einmal was zum Stadtkern, weil momentan... Ich finde die Zahl erschreckend mit 31 Millionen. Ich finde es architektonisch gelungen, was da ist und hochwertig. Die Kunst wird sein, die Verwendung davon. Und auch darüber gab es ja Spekulationen in letzter Zeit, die interessant, aber nicht realistisch sind. Ich glaube, das soll eins am anderen sein. Das wird dann entschieden werden müssen mit dem Bischof, den wir haben. Vor Ihnen der Presse habe ich versucht, mit den Mitarbeitern im Ordinariat zu reden.